Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Zwergenfürst. Und mir, den Christoph. Ich habe leider keinen YouTube-Kanal, sonst würde ich mich mit dem vorstellen. Aber erstmal damit herzlich willkommen. Aber einen Twitch-Kanal? Twitch-Kanal habe ich auch. Ach, naja. Kannst du mal nennen, kannst du mal. Christoph1197, ja, aber ich streame nicht so oft. Und es gucken auch nicht so viele zu. Und das ist der Kameramann. Ja. Morgen. Das ist der Dominik. Dominik. Schöne Grüße raus an YouTube und die Welt. Ja? Die Welt natürlich. Die Welt. Und das Universum. 27 Abonnenten. Ja. Muss. 27. Immerhin 27 Abonnenten. 26. Und immerhin, dann würde ich sagen. 26 plus 2 also. Und dann würde ich sagen. Perfekt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, geht's los mit dem Video. Ja, mit dem Wasserflachtdingsbums draußen. Genau, was wir schon abgedreht haben. Das macht morgen. Moment. Also, aufpassen. Gerade eben hat ein Dreijähriger ein T-Shirt an, auf dem stand, der Weihnachtsmann existiert nicht. Aber das ist okay, denn ich kann nicht lesen. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Meine Frau sagte, ich behandle eins unserer Kinder unfair. Ich fragte, welches? Philipp, Paul oder das Fette? Einfach mal Motto-Unterricht vorne an die Tafel gehen und dem Lehrer einen Strich durch die Rechnung machen. Aufholen muss man erst, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. Sohn, Papa, was ist Frauenlogik? Vater, geh in dein Zimmer, du hast Hausarrest. Sohn, ach warum? Vater, Wurstsalat. Heute Morgen gab es Kaffee mit Red Bull statt Wasser. Nach 10 Minuten auf der Autobahn fiel mir auf, dass ich mein Auto vergessen habe. Wenn ich mein Ohr ganz nah an meinen Bauch halte, kann ich das Brechen meiner Halswirbel hören. Das ist der erste. Ja, gut. So ist das gut. Perfekt. So muss das. Okay. Weiter geht's. Jetzt ist es tut. So. Okay. So. Wenn du dich jemals dumm fühlst, erinnere dich, manchmal greifen Faultiere ihre Arme an, weil die wie Äste aussehen, wo sie sich festhalten können. Dann fallen sie vom Baum und sterben. Wie fängt man einen Löwen? Man wartet auf einen Baum, bis sich der Löwe darunter legt. Dann reißt man ein Stück Papier in Schnipsel und wirft sie auf den Löwen runter. Der glaubt, es schneit und erfriert. Kurze Pause. Ah. Hast du auch lustige Witze? Nee, heute gibt's keine lustigen Witze. Oh mein Gott. Kennt ihr das? Eure Tochter ist seit 2 Tagen tot, aber ihr habt das immer noch nicht ganz verdaut. Ich hätte sie prüfen sollen. Gruppenvergewaltigungen sind immer schrecklich. Im Ernst, es dauert immer Ewigkeiten, bis man selbst rankommt. Doch. Oh mein Gott, was sind das für Witze? Was ist grün und zart ohne Bargeld? Visa-Samen. Oh mein Gott. Mein kleiner Zeh ist in Partylohne. Er hat sich gerade die Kante gegeben. Hälfte geschluckt. So. Darf ich den Kollegen noch ein Nacktbild von dir zeigen? Sag mal, hast du sie noch alle? Nein, die Unscharfen habe ich gelöscht. Na, ich muss gerade. Warte. Okay, den nicht. Kannst du lesen? Ja, wieso? Bei mir steht was in der Hose.
es gerade zu. Oh. Herzrasen ist nur ein anderes Wort für Brustbehaarung. Ich schaff das, ich vertraue euch. Ach. Ich muss gerade nur ein paar gute Witze suchen. Oh, natürlich. Es gibt zwei Arten von Freunden. Die 2 Euro kannst du behalten und du schuldest mir noch 20 Cent. Ja, kenn ich. Sind Zwillinge sich eigentlich der Tatsache bewusst, dass einer von ihnen ungeplant war? Wir mussten heute in der Schule ein Buch vorstellen, haben mich selbst vorgestellt. Roman, 21. Okay. Oh, ich. Was war hingespuckt? Das war richtig. Das ist einfach kein Wasser mehr. Das ist. Ich hab nicht so vorher die Zähne geputzt. Ja, das kommt auf YouTube, also. Ja, mein Gott, das ist. So. Erstens, Verleugnung. Zweitens, Ärger. Drittens, Verhandeln. Viertens, Depression. Fünftens, Akzeptanz. Sechstens, Samstag. Siebtens, Sonntag. Sehr geil. Gefällt mir. Achso, ja, na klar. Ich weiß, dass ich morgen Mathe schreibe, aber am Fernsehen kommt gerade eine Dokumentation über Türrahmen. Guck ich auch mal. Leonardo, DiCaprio sieht gut aus. Italiener beim Autokauf. Was hältst du von meiner Druckluftbombe? Allahu Akbar. Oh nee, okay, das ist zu gemein. Moment. Sag mal, musst du die Tür wirklich ablecken? Klar, das ist eine Pflichtlektüre. Ah, du. Oh. Wie nennt man einen Polizisten ohne Haare? Glatzkopf. Ich habe einen Bruder namens Steve. Er ist mein Steve-Bruder. Ah! Oh. Schade, ich dachte, das funktioniert. Das bin ich. Oh, natürlich. Hast du ein Bad genommen? Warum fehlt eins? Okay. Mein Meerschweinchen kann bessere Witze heißen, das ist. Easy.
In welcher Himmelsrichtung liegt der Informatikkurs? Nördlich? Was macht eine kriminelle Wolke? Sie klaut. Easy. Das kommt ins Video. Ach, die Witze sind so behindert. Ich schätze, wir sind nicht so einfach zum Lachen zu bringen. Mach mal her, Balzoni. Ja, bitte machen Sie die Hausaufgaben, Benjamin, ja. Haben Sie sich schon angeguckt, wie Sie die Lösungen machen? Trinken Sie einen Schluck, ja? Und ich versuche, Sie zum Lachen zu bringen. Machen wir's. Indem ich... Ja. Benjamin... So geht das nicht weiter. Sie kriegen sonst eine 6. Sie müssen lernen. Sie müssen ihre Matheaufgaben machen. Ja, mit dem Stock Bafisti. Ja, das müssen Sie nehmen. Und dann müssen Sie die Aufgaben berechnen und dann zum Quadrat rechnen, ja, und rechnen Sie im Kopf ohne Taschenrechner, Benjamin, ja. Ich glaube, das funktioniert nicht. Sie sind einfach nicht lustig. Hast du einmal ausgesprochen.